und jetzt zu einer neuen Folge der BookTube Top 10. Und ja, zum Titel, ihr habt bereits gelesen. Es gibt ein Silvester-Voting, ein Neujahrs-Voting. Was heißt nicht Neujahrs-Voting, sondern eigentlich Silvester-Voting. Ende des Jahres-Voting, nenne ich es jetzt mal. Ihr konntet wieder in der Gruppe Bücher eintragen, die ihr 2018 gelesen habt, die auch 2018 erschienen sind. Also die besten Bücher aus 2018 quasi. Ich weiß, es ist immer sehr speziell. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass die Bücher, die 2018 erschienen sind, nicht immer sofort in diesem Jahr auch gelesen werden. Diesmal war die Beteiligung wirklich sehr, sehr wenig, sehr gering. Also es war kaum Beteiligung da. Alle Bücher, die jetzt in den Top 10 sind, sind von nur einer Person gewotet worden. Und das ist wahrscheinlich, das ist die gleiche Person, die auch das Buch in dieses Voting eingebracht hat. Finde ich sehr schade. Weil ich weiß, dass viele bestimmt auch Bücher aus dem Jahr 2018 gelesen haben, die definitiv in das Ranking gepasst hätten. Ich sage jetzt nur das Beispiel, der Insasse von Sebastian Fitzek ist ja auch 2018 erschienen und haben auch 2018 viele gelesen. Ich bin überrascht, dass es nicht in der Top 10 dabei ist oder überhaupt nicht in dem Voting dabei war. Ich war schon sehr überrascht. Ich weiß nicht, woran es lag, hatten die Leute einfach keine Zeit oder haben sie den Beitrag nicht gesehen. Ich weiß es nicht, sind 11 Spiele zusammengekommen und ja, sind halt die Bücher, die die Leute selbst gelesen haben und die haben es natürlich auch selbst gewotet. Ist diesmal so. Ich hoffe, das klappt in diesem Jahr besser, also Ende des Jahres. Würde mich sehr, sehr freuen und ich werde auch definitiv jetzt wieder dieses Jahr ein paar mehr Special-Folgen raushauen, so Genre-spezifische oder so irgendwelche Specials, was mir so einfällt. Aber jetzt kommen wir erstmal zu den Top 10 aus dem letzten Jahr, die Top-Bücher aus dem letzten Jahr. Und da fange ich mit einem Buch an, das es nicht in die Top 10 geschafft hat. Ist Platz 11, also nicht in die Top 10. Und das ist, wobei ich bei dem Buch auch glaube, dass es vielleicht ein paar gelesen haben. Das Buch, glaube ich, ist aber schon ein Jahr vorher erschienen, also ich glaube 2017. Aber das Hardcover oder Taschenbuch, eins der beiden, kam letztes Jahr raus. Und ich habe das dann auf dieses Ausgabe bezogen. So gesehen ist es 2018 erschienen, die Ausgabe. Aber das Originalbuch vorher schon. Ich habe mir gedacht, ich nehme es jetzt mit zu, weil es eh, aber es hat es eh nicht in die Top 10 geschafft, also ist es eh kein Problem. Nämlich ist die Rede von Isara, das ewige Feuer von Julia Dippel. Dann kommen wir zu den Top 10. Auf Platz 10 ein Buch, das wahrscheinlich kaum jemand gelesen hat. Die Person selbst hat es gelesen und dafür das Buch wurde auch nicht gewotet, das hat auch gar keine Stimme bekommen, aber ist jetzt noch in den Top 10, weil es nur 11 Bücher sind und da springt es automatisch auch ohne Voting in die Top 10. Ich kenne es nicht und ich glaube die meisten von euch kennen es auch nicht, es ist ein sehr spezielles Buch, aber die Person, die es eingefügt hat, hat es gelesen und fand es gut, deswegen wurde es hier auch aufgezählt, nämlich Mit den Händen sehen von Hans Wilhelm Müller-Wohlfahrt. Auf Platz 9 ist ein erster Teil einer Reihe, die auch 2018 erschienen ist, von der ich nichts gehört habe. Vielleicht haben es ein paar gelesen. Meinem Anschein jetzt nicht, weil sonst wäre es vielleicht ein bisschen mehr gewotet worden. Ich finde das Cover auf jeden Fall sehr interessant, das sieht sehr, sehr cool aus. Aber ich weiß nicht, ob das so viele gelesen haben. Auf Platz 9, Spinster Girls, Was ist schon normal von Holly Byrne. Platz 8 ist auch wieder ein sehr spezielles Buch. Ich glaube, es ist so eine Autobiografie mäßig oder sowas in die Richtung. Ich habe keine Ahnung. Aber auch wieder sehr speziell, was wahrscheinlich nicht alle gelesen haben, sondern nur die Person, die es auch ins Voting gebracht hat. Nämlich auf Platz 8, What Does the Button Do von Bruce Dickinson. Platz 7 ein Roman, also wieder ein normales Buch, sage ich mal, das klingt jetzt doof, aber ihr wisst, was ich meine damit.
also ein Roman, den wahrscheinlich auch schon mehr gelesen haben, aber jetzt für die Top 10 in Silvester Voting hat es nur auf Platz 7 gereicht, mit einer Stimme von der Person, die es gewotet hat. Auf Platz 7, Am Ende sterben wir sowieso, von Adam Silvera. Platz 6, ein Buch, bei dem ich überrascht bin, dass es nicht weiter aufgehüpft ist. Der vierte Teil einer Reihe. Entweder war das Buch nicht so gut, aber es ist eine gehypte Reihe im Science-Fiction-Bereich. Und da überrascht es mich, dass es nicht weiter aufgehüpft ist als auf Platz 6 und nur eine Stimme bekommen hat. Der vierte Teil erschien jetzt 2018, die vorherigen Bände sind schon länger draußen. Dieser ist jetzt nur auf Platz 6 gesprungen. Ich weiß es nicht. Die Reihe, glaube ich, war auch noch nie in den originalen Top 10 dabei. Hätte es zumindest für Platz 6 gereicht. Red Rising, Asche zu Asche von Pierce Brown. Platz 5 ist ein Buch, bei dem ich auch überrascht bin, dass das überhaupt nur eine Stimme gekriegt hat. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses Buch 2018 auch viele gelesen haben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich weiß nicht, woran es lag. Entweder haben die Leute das Voting einfach nicht mitbekommen oder keine Ahnung, woran es lag. Aber bei Buch 5, Platz 5, bin ich mir definitiv sicher, dass das auch ein paar gelesen haben. Da habe ich jetzt auch nur eine Stimme bekommen. Wie jedes Buch. Platz 5. Children of Blood and Bone von Tomi Adeyemi. Auf Platz 4 auch ein Buch, bei dem ich vielleicht glaube, dass ein paar gelesen haben. Aber ich glaube, das hängt auch davon ab, in welcher Reihenfolge die Bücher gewotet worden sind. Weil jedes Buch nur eine Stimme bekommen hat. Dadurch hängt wahrscheinlich der Zeitpunkt davon ab, wann was gewotet wurde. Deswegen stehen alle so gesehen auf einer Reihe. Auf Platz 4, wie man die Zeit anhält, von Matt Haig. Platz 3, auch ein Buch, bei dem ich denke, dass es viele gelesen haben, aber irgendwie nicht gewotet wurde. Ein Roman, ein spezieller Roman, denke ich mal, von einem bekannten Autor. Ich weiß, dass es ein paar gelesen haben, von der Person, die es reingevotet hat. Platz 3, NSA von Andreas Eschbach. Platz 2, ein Buch, das definitiv, denke ich, von vielen gelesen wurde, oder zumindest die ersten Teile der Reihe, welcher Teil das ist, aber ich denke, die Reihe haben schon viele begonnen. Ob sie jetzt diesen Band schon gelesen haben, weiß ich nicht, scheinbar nicht, aber es ist 2018 erschienen. Auf Platz 2, Das Reich der Sieben Höfe, Sterne und Schwerter von Sarah J. Maas. Platz 1 ist ein Liebesroman von einer sehr bekannten Autorin, die sehr viele Bücher immer schreibt, immer rausbringt. Auch ein Buch, bei dem ich denke, dass es viele gelesen haben, schon vom Namen der Autorin her, aber auch nur eine Stimme gekriegt. Ich brauche nicht mehr zu sagen. Platz 1 ist Die 1000 Teile meines Herzens von Colleen Hoover. Das war das Silvester-Voting 2018, also die besten Bücher 2018. Aus dieser Sicht, ich denke da, für diese Personen sind das die besten Bücher 2018 gewesen. Ich denke mal, dass andere Bücher definitiv mehr Stimmen bekommen hätten, wie Der Insasse von Fitzek, den haben viele gelesen, aber den hat keiner eingebracht in die Top 10, überraschenderweise, oder ins Voting.
Und auch so Bücher, die 2008 erschienen sind, da waren so geniale Bücher dabei. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute noch nicht gelesen haben. Also vielleicht habt ihr eine Idee, woran das gelegen haben könnte. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, was eure Meinung ist, wie es zu dem Ergebnis kam, warum keiner gewotet hat, warum keiner andere Bücher eingebracht hat. Aber man kann auch während der Voting-Zeit noch Bücher einbringen. Kann mir das mal jemand erklären? Ja, wenn das so weitergeht, dann kann ich die Silvester-Votings eigentlich gleich lassen. Das macht ja eh keinen Sinn. Wenn Bücher dabei sind, die kein Mensch gelesen hat, sondern nur die einzelnen Personen. Wisst ihr, was ich meine? So ein Format lebt ja von den Teilnehmern, von den Beteiligungen der Zuschauer. Davon lebt ja dieses Format. Bei den normalen BookTube Top 10 klappt das wunderbar, aber bei den Special-Folgen klappt das eher weniger gut. Vor allem beim Silvester-Voting klappt das eigentlich überhaupt nicht. Ich glaube, beim letztes Jahr war es ein bisschen besser. Da wurde ein bisschen mehr abgestimmt. Aber da waren auch Bücher dabei, die wahrscheinlich die meisten nicht gelesen haben in dem Jahr. Und ich kann auch keine Bücher einbringen, wenn ich kein Buch 2018 gelesen habe, das 2018 erschienen ist. Das war bei mir in dem Jahr so. Ich habe kein Buch gelesen, das erst 2018 erschienen ist. Ich habe nur ältere Bücher gelesen. Also kann ich da schon nichts einbringen. Wie gesagt, der Insta habe ich nicht gelesen. Dann konnte ich schon nicht beitragen. Aber andere definitiv hätten den eintragen können. Ich verstehe das Ergebnis nicht oder überhaupt die Situation dahinter. Aber das war es auch schon mit dem Video eigentlich. Das waren die BookTube Top 10 Silvester Voting, die besten Bücher 2018. Und ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, welche Bücher davon ihr schon gelesen habt. Oder ihr kennt davon. Oder euch jetzt interessieren durch das Video. Und wie ihr zu der Situation steht, warum das Ganze so ausgegangen ist, warum keiner gewotet hat. Habt ihr das nicht mitbekommen oder seid ihr nicht in der Gruppe? Schreibt mir alle eure Gedanken in die Kommentare, das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Sonst sehe ich keine Zukunft für die Special-Folgen von den BookTube Top 10, wenn er nie gewotet wird. Sonst war es jetzt mit dem Video. Ich sage Tschüss und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.